Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Ich muss das ansprechen, weil sonst fühlt sich das einfach falsch an. Es tut mir leid für die letzte Folge New Super Mario Bros. Was da vor sich ging, kann ich euch nicht wirklich erklären. Ihr wisst es, wenn man aggressiv wird, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Ich brauche euch das nicht erklären. So, jeder, der die Folge gesehen hat, es tut mir leid, dass du dir das mit ansehen musstest. Ich habe gerade eben, bevor ich jetzt diese Aufnahme gestartet habe, nochmal geguckt, ob alles funktioniert. Es hat alles funktioniert, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass jetzt wieder irgendwas schief geht. Es sollte nichts schief gehen, weil gerade eben hat alles funktioniert. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir heute ganz entspannt die siebte Welt beenden können. Das wäre wirklich sehr schön. So, ja, Leute, ihr seht es, ich bin hier noch mitten in Welt... Ach man, warum passiert das eigentlich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starte, passiert immer irgendwas. Und Mario ist gerade nicht hochgesprungen, obwohl ich B vollkommen komplett durchgedrückt gehalten habe. Bitte Mario, wirklich, ich flehe dich an. Renn! Bitte, ich habe wirklich keine Lust, mich nochmal so... Ach so, das ist eine Mini-Röhre, da kann ich gar nicht rein. Leute, lasst uns dieses Level bitte erstmal beenden. Ich weiß, wir haben mitten im Level jetzt hier angefangen, weil ich im letzten Part einfach die Schnauze voll hatte und die Folge einfach so beendet habe. Das Drecks-One-Up brauche ich nicht, deswegen habe ich jetzt auch meinen Pilz verloren. Bitte lasst uns dieses Level einfach beenden. Ob mir irgendeine Starcoin fehlt oder nicht, das ist mir sowas von egal gerade. Ich möchte einfach nur, dass wir dieses Level erstmal beenden. Ja? Einfach erstmal das Level beenden. Das wäre mir jetzt lieb. Wirklich. Das wäre jetzt echt toll. Aber nein, es muss ja immer irgendwas schief laufen. Ich möchte dieses Level jetzt erstmal beenden und dann nochmal von vorne anfangen. Ich brauche einen Mini-Pilz, wie es aussieht. Gut, dann haben wir das auch schon mal im Kopf. Das heißt, wenn wir dieses Level erstmal geschafft haben, gehen wir uns einen Mini-Pilz holen und dann kommen wir nochmal zurück und holen uns da die Starcoin ab oder was auch immer da ist. Da müsste die zweite Starcoin sein, genau, weil... Und was ist dann hier bitte? Dann ist das ein Secret Exit hier. Gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich es ja versuchen. Dann lass es. Dann lass es. Mach es nicht. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Wir gehen jetzt schnell zum Pilzhaus. Ist überhaupt ein Pilzhaus noch übrig? Ist ein Pilzhaus überhaupt noch übrig, ist die Frage. Ich habe doch so viele Pilzhäuser verschwendet im letzten Part. Ja, hier ist schon mal gar nichts. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwo... Ja, hier ist noch einer übrig. So, bitte. Ich brauche einen Mini-Pilz. Gib mir jetzt keinen anderen Crap, okay? Ich will mal, dass die Folge gut anfängt. Wirklich. Gib mir bitte einfach nur einen Mini-Pilz. Ich kann mich nicht fokussieren. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Danke. So, Mini-Pilz eingesackt. Okay. Auf zurück nach Welt 7. Ich habe leider keine anderen Power-Ups oder sowas ähnliches. Ich muss jetzt einfach nur langsam spielen und mich nicht von dem ganzen Crap treffen lassen, das hier in diesem Level vor sich geht. Hier sind überall Bomben und Kugelwillis. Zwar keine Ahnung, was das mit Welt 7 zu tun hat. Ich meine, klar, von der Schwierigkeit her macht es Sinn. Aber das ist halt ein Graslevel und kein Wolkenlevel, ne? Aber ja, Welt 6 hatte sowas ja auch. In Welt 6 hatten wir Eislevel und Wasserlevel und sogar ein Sandlevel. Also keine Ahnung, was Nintendo da zu sich genommen hat. Das war schon wieder richtig knapp. So. Ganz vorsichtig, okay? So, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Das mache ich jetzt noch nicht. Habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses Secret Exit oder was das da ist.
Auch wenn das nicht wirklich Sinn macht, ehrlich gesagt, da ein Secret Exit zu platzieren. Aber es sieht danach aus, als wäre es eins. Deswegen lasst uns das auf jeden Fall schnell nachchecken. Ich brauche auf jeden Fall Bob-Oms dafür. Und jetzt, wo ich eine Feuerblume habe, kann ich die Bomben von weiter weg anzünden. Ich werde jetzt den hier mitnehmen. Und schon mal... Mann, das kann doch nicht wahr sein! Dann kümmern wir uns halt erstmal um die zweite Starcoin. Wenn das andere nicht klappen will, kümmern wir uns erstmal darum. So. Da muss ein Maxi-Pilz drin sein, hatte ich im letzten Part gesagt. Weil wenn da kein Maxi-Pilz drin ist, dann weiß ich nicht, was da drin sein soll. Und jetzt lass dich nicht von diesen verkackten Drecksgumbas umbringen. Yep, das war klar. Anders geht's nämlich nicht, weil sonst kommen wir nicht an die Starcoin ran. Wir müssen das jetzt nämlich so und dann hier wegdrücken. Zack. Jetzt kann man hier noch ein paar Stampfattacken machen, dann gibt's ein paar Coins. Manchmal kommen auch Gegner, fallen Gegner von oben runter. Aktuell nicht, weil wenn das passieren würde, hätte ich mehr One-Ups bekommen, aber das Spiel will ja nicht, dass ich One-Ups kriege. Brauche ich auch nicht, ist auch egal. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass die Bob-Oms wieder gespawnt sind. Wenn nicht, dann muss ich das Level noch ein drittes Mal spielen. Ist ja nicht schön genug, das Level. Genau, lass dich nochmal treffen. Warum nicht? Ist ja schon zu wenig passiert in der heutigen Folge. So, die Bob-Oms sind wieder da. Den Bob-Omb lasse ich da erstmal. Erstmal kommt dieser Bob-Omb hier. So, und ich lege den jetzt hier hin und lasse den da explodieren. Es hat kaum Schaden gemacht. Na toll, wirklich. Geil. Einfach nur geil. Hätte mich auch gewundert, wirklich. Toll, ich brauche wieder eine Bombe. Es hat wieder nicht funktioniert. Und ich bin sowieso tot. Und jetzt muss ich die zweite Starcoin nochmal sammeln. Und ich kann die nicht sammeln, weil ich keinen Mini-Pilz mehr habe. Man wirf es doch nicht nach links! So, durch diesen Hammerbruder haben wir tatsächlich nochmal eine Chance bekommen, jetzt die zweite Starcoin zu kriegen. Dankeschön, Hammerbruder. Wirklich, vielen lieben Dank. Ich hab so die Schnauze voll. Ich hab einfach die Schnauze voll. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich wäre schon wieder fast gestorben. Ich wäre schon wieder fast gestorben. Es ist unglaublich. Ich wäre schon wieder gestorben. Das war schon wieder so ganz, ganz knapp war das. Das war ganz, ganz knapp. Gib mir einfach diese verkackte Starcoin. Vielleicht sollten wir einfach dieses Level erstmal beenden, damit diese Drecks-Starcoin gespeichert bleibt. Damit diese Drecks-Starcoin einfach gespeichert bleibt. Damit ich nicht unbedingt wieder einen Mini-Pitz brauche. Es kann nicht sein, wie dieses Level mich gerade einfach nur fertig macht. Dabei ist dieses Level nicht mal so anstrengend. Es ist nicht mal schwer. Ich fasse es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht glauben, was hier vor sich geht. Und ich weiß nicht, warum ich zu blöd bin, diesen Secret Exit zu aktivieren. Man hat halt nur zwei Bomben. Man hat hier nur zwei Versuche. Diese Bombe da
richtig zu platzieren. Aber sobald man die hinlegen will, diese Bombe, damit sie da explodiert, sobald Mario da in Berührung kommt, bounce die Bombe weg. Genau das wollte ich von Anfang an machen. Was ist daran so schwer gewesen, Mann? So, jetzt muss ich zurücklatschen, darf aber jetzt nicht sterben, weil die Bombe despawned ist. Genau, diese Bombe brauche ich jetzt. Diesen Bob-Omb brauche ich jetzt. Komm her, leg das da in die Ecke und geh weg. Das war's. Was war jetzt daran so schwer? Meine Fresse nochmal. Der Secret Exit muss hier sein. Wenn das jetzt hier nur wegen ein paar Coins war, dann raste ich komplett aus. Ja, war klar. So, ist hier irgendein Gegner? Wenn ja, dann geh bloß weg. Oh, das ist ja nicht geschafft. 10 Minuten verschwendet für ein Dreckslevel. Toll. Ich werde trotzdem die 7. Welt in dem Part heute fertig machen. Ist mir egal. Wir machen 7a weiter. Wir machen jetzt einfach irgendwelche Level. Ist mir egal, ob in welcher Reihenfolge wir sie spielen. Wir machen jetzt einfach irgendwelche Level. Ich will diese 7. Welt hier fertig machen. Oh, das ist so ein Level mit den Wicklern. Natürlich musste genau da rausspringen. Das wundert mich schon gar nicht mehr. Das ist ja einfach extra alles gegen mich hier heute. Wirklich alles. Ich glaube, das ist ein Level, das hochgeht. Das heißt, wir müssen... Genau, das ist angelehnt an Super Mario Bros. 3, meinem Lieblings-2D Mario. So, da links ist eine Starcoin, haben wir gesehen. Jetzt müssen wir nur einen Weg dahin finden. Man kann hier basically in jede Röhre rein. Man muss halt nur schauen, aus welcher Röhre man dann wieder rauskommt. Irgendwie muss ich ja zur Starcoin kommen. Das war auf jeden Fall schon mal nicht der richtige Weg. Ich mach's nochmal. Weil jetzt kann ich hier Wandsprünge machen, aber da oben... Aber da oben ist nichts, okay. So, dann kann ich wahrscheinlich hier rein. Nein, kann ich nicht. In letzter Zeit fällt es mir sehr schwer, glücklich zu sein, wirklich. In letzter Zeit ist das irgendwie gar nicht mehr möglich. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Mann, wie komme ich denn zu dieser verkackten Starcoin da unten? Wie soll denn das gehen? Keine Röhre führt dahin. Wie soll man da hinkommen? Was ist das? Oder ist hier eine unsichtbare... Da ist ein unsichtbarer Block. Natürlich. Zu einfach, ne? Das wäre ja zu einfach. Weil das zu einfach wäre, hat mein Gehirn das gar nicht verarbeitet. Mein Gehirn hat gesagt, nee, da muss irgendwas anderes sein. Du kommst da auf einem anderen Weg hin. Ein unsichtbarer Block, das wäre doch viel zu easy. Und jetzt lasse ich mich unnötig deswegen treffen. Okay, ist doch nichts passiert. Okay, schön. So, ich will jetzt einfach nur weiterkommen, bitte. Geh hier rein. Das war die falsche Röhre. Okay, ich muss da beim Wickler rein. Lass dich nicht von diesem unnötigen Keck treffen. Ich bin wieder in die falsche Röhre rein. Ach, ist das schön. So, jetzt geht's weiter. Ich will halt auch nicht die ganze Zeit mit so einer miesen Laune hier aufnehmen, aber aktuell spricht einfach alles dagegen. So. Aktivieren wir hier diese ganzen unsichtbaren Blöcke für was auch immer. Warum ist denn jetzt hier schon wieder eine Mini-Röhre? Was ist denn das für ein Dreck? Wie viele Mini-Pilze braucht man denn hier? Scheiß auf das One-Up, Alter. Warum habe ich das gemacht? Fragt mich nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin doch auch verwirrt. Bin genauso verwirrt wie ihr. Dieser Mini-Pilz da, diese Mini-Röhre da, wird wahrscheinlich so ein behinderter, unnötiger Secret sein. Der mir nichts bringt, aber weil mein Kopf sagt so, oh, du musst das den Leuten zeigen, werde ich mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder einen Mini-Pilz holen müssen. So, ist da jetzt auch eine Starcoin oder was? Sind da jetzt auch unsichtbare Blöcke oder wie? Komme ich nicht ran, keine Ahnung, ist mir auch egal. Wenn da keine Starcoin ist, dann juckt es mich nicht. Ich brauche ernsthaft eine Starcoin für... Ich brauche ernsthaft einen Mini-Pilz für eine Starcoin. Ist die hier drinne? Dankeschön. Wenigstens gibt das Spiel einem den Mini-Pilz. So, ich hole die Starcoin noch nicht. Wir gehen erstmal runter.
Leute, was hätte ich denn jetzt dagegen tun sollen? Was hätte ich denn jetzt dagegen tun sollen? Was hätte ich dagegen tun sollen? Gar nichts. Ich habe nichts gemacht und bin gestorben. Weil der Wiggler unter mir aufgetaucht ist, hat er mich hochgebounced. Ich kotze gleich sowas von dem Strahl. Ich bin so kurz davor wieder, ne? Ich schwitze, weil ich sowas von geladen bin schon wieder. Kann ich denn nicht einfach eine ganz normale Folge aufnehmen von New Super Mario Bros.? Geht das nicht? Muss denn immer irgendein Dreck passieren? Ich möchte doch nur ganz normal dieses Spiel spielen. Ohne mich aufregen zu müssen. So, was ist hier drinne? Was ist das? Ich brauch doch den Mini-Pilz für die zweite Starcoin. Was gibst du mir da jetzt ein random Item? Gut, dann hole ich mir halt erstmal die... Das war die dritte Starcoin? Wo ist denn bitte die zweite? Wo soll denn die zweite Starcoin sein dann? Wo soll die sein? Jetzt mal ohne Witz. Hä? Ich war doch überall. Sag bloß, ich kann da in die Röhre rein. Das würde Sinn machen, ja. Yep. Dann muss die zweite Starcoin hier sein. Yep. Alter, die ist echt gut versteckt. Respekt. Die ist richtig gut versteckt. So. Wir haben alle Starcoins. Lass... Das ist einfach das Allerletzte. Das ist einfach komplette Verarsche. Ich werde nur noch verarscht. Den gesamten Tag über. Ich werde komplett verarscht. Ich habe so die Schnauze gestrichen voll, wirklich. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich schon wieder, was hier vor sich geht. Kann einfach nicht wahr sein. Woher soll ich jetzt wissen, ob da unten dieser blöde Piranha gerade draußen ist oder nicht? Dann muss ich halt hier lang gehen. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Bro, ich wäre schon wieder gestorben. Ich wäre schon wieder verreckt an dieser Stelle. Nein!
Keine Ahnung, wie ich da manchmal nicht sterbe, aber ich bin einfach nur froh, dass ich nicht gestorben bin. Geh da in diese verkackte Röhre rein jetzt. Ach, das war die falsche. Oh, Mann, Alter. Bin ich sowas von kurz davor auszurasten, Alter. Ich glaube, ich muss nach diesem Level eine Pause einlegen. Sonst raste ich wirklich noch komplett aus. Das kann doch nicht sein. Wie kann man denn so hart verarscht werden in einem Level? Wir haben jetzt alle Starcoins. Ich flehe dich an, du Vollidiot. Nicht sterben. Und ich meine mit Vollidiot nicht Mario, ich meine mich selbst. Bring dieses Dreckslevel jetzt einfach nach Hause. Da kann ich nicht hoch, okay. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier geht's anscheinend weiter. Bring dieses Drecksvieh um. Ob hier noch irgendwo ein Secret ist oder nicht, das ist mir sowas von egal. Wir aktivieren jetzt dieses komische Ding, damit wir hier reinkommen können. Und dann hat sich dieses Level auch endlich. Cool, 20 Minuten sind vergangen. Es sind 20 Minuten vergangen. Und ich habe 2 Level geschafft. Ist das nicht toll? Und dann gibt es dafür noch Feuerwerk. Wofür gibt es denn da bitte Feuerwerk? Für was? Für diese Fails oder was? Für diesen Betrug? Hat's wirklich nicht nötig. Ich mache jetzt noch ein Level. Welt 7-6. Das tue ich mir jetzt noch an. So. Wir beruhigen uns wieder. Alles ist in Ordnung. Ein paar Fails gehören dazu, auch wenn diese Fails komplett unnötig waren und lächerlich. Aber was ist denn hier schon wieder los? Koopa Dance Party oder was ist hier los? Ist das eine Koopa-Versammlung? Cooles One-Up. Da ist bestimmt was drin. Nee, doch nicht. Vielleicht hier. Auch nicht. Okay. Wir sind schon fast zur Hälfte mit dem Level durch. So schnell kann es gehen. Und immer noch keine Starcoin. Das ist natürlich, ja, Halbzeit haben wir auch schon gefunden. Immer noch keine Starcoin. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Ranke drin. War klar, dass ich meinen Panzer nicht bis zum Ende des Levels behalten kann. Yep, ich habe mich richtig erinnert. So, ich hoffe mal, dass hier die erste Starcoin ist. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Da haben wir wieder irgendwas verpasst. Oh nein, jetzt müssen wir auf diesen Panzer, sage ich. Jetzt müssen wir hier auf diesen Pilz überleben. Ich werde nicht springen und diese Münzen holen. Ich sehe mich doch runterfallen. Warum soll ich das jetzt machen? Für diese paar Coins? Pff, nicht. Gib mir die Dreck-Starcoin, danke. Gut, das war die erste, sehr schön. Doch nichts verpasst. Fast daneben gesprungen, das wäre Epic Fail gewesen. Und das war ein Secret Exit. Was zum Geier? Wo soll der mich bitte hinbringen? Wie viele Secret Exits gibt's bitte in diesem Spiel, in dieser Welt? Achso, und das normale Ende bringt mich zu Welt 7-4. Ja. Das heißt, man muss den Secret Exit finden, um weiterzukommen. Auch interessant. Finde ich auch cool. Aber ist auch cool sowas. Sowas finde ich auch cool. Wenn das normale Ende dich auf der Overworld nicht weiterbringt. Das ist eigentlich eine coole Sache. Das gefällt mir. Das sollten Spiele mal häufiger machen. Alter, was ist denn hier los? Erstmal die ganzen Koopas ausrotten hier. So, erste Starcoin haben wir. Die ist ja gesaved. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal holen. Achtung. Hochkommen. Gut. Da war die Ranke drinne. Da ist die zweite Starcoin, die ist ziemlich easy. Die sollte kein Problem sein, erst recht nicht mit einer Feuerblume. So. Was erwartet uns hier noch? Außer weitere springende Koopas, da ist gar nichts drin. Hier, da geht's rein, okay. Jetzt sehe ich wieder überhaupt nichts, weil der Bildschirm so verdammt klein ist. Ich hasse das. Ob hier die dritte Starcoin ist? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ich will nur nicht sterben. Da rechts ist doch safe was. Ja, und? Was ist hier? Die dritte Starcoin, natürlich. Gut gemacht, finde ich. Ich bin jetzt einfach hochgesprungen, weil ich keinen Bock habe. Bin ich ganz ehrlich. Alter, was ist denn hier los? Ach, das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Das wollte ich auch nicht. Ach, dann lass es doch einfach. Du stirbst gleich. War klar.
Wer sich dreimal treffen lässt, der hat's nicht verdient zu überleben. Jetzt muss ich die zwei Starcoins nochmal sammeln. Egal, Feuerblume ist hier. Und ich kann mir hier noch eine neue holen. Super. Zweite Starcoin war hier. Das Level mache ich noch und dann beende ich den Part. Ich habe die Schnauze voll. Von wegen, wir machen die siebte Welt heute fertig. Wer so schlecht spielt, der ist auch nicht verdient, seien wir ehrlich. Dann warte ich halt. Dann zeige ich mal ein bisschen Geduld und jetzt ist alles weg. So, was ich jetzt hier eigentlich machen wollte, ist folgendes. Ich lasse die mal kurz da ein bisschen watscheln. So, dann nehme ich mir den und schmeiß den hier hin. Das wollte ich eigentlich machen. Mann, das sind mir viel zu viele springende Koopas, Alter. Das geht mir voll auf den Sack. Geh einfach in das Ende des Levels und lass mich bitte einfach nur noch in Frieden. Ich weiß, Leute, die heutige Folge war nicht wirklich besser als die letzte. Die letzte war schon schrecklich. Die war jetzt ein bisschen besser, aber auch wirklich nur ein kleines bisschen. Eigentlich müsste ich dieses Level auch noch machen. Dieses Level mache ich auch noch, aber ich warte mal kurz 5 Minuten. Ich warte 5 Minuten und dann mache ich dieses Level auch noch. Bis gleich. Alright everyone, ich bin wieder da. Ich habe jetzt so 20-25 Minuten Pause gemacht. Dieses Level packe ich noch in den Part rein und dann können wir im nächsten Part offiziell das Castle machen. Let's go! Welt 7-7. Zwei meiner Lieblingszahlen. Beziehungsweise meine Lieblingszahl zweimal. Und ich bin froh, dass ich eine Pause gemacht habe, weil das ist ein Scrolling-Level, wie es aussieht. So, wir hatten jetzt einige Level mit Secret Exits. Also noch ein Secret Exit sollte jetzt hier wirklich nicht sein. Den Koopa bringen wir mal ganz schnell um und holen uns hier die Starcoin ab. Das Level erinnert natürlich auch nochmal ganz stark an Yoshi's Island, ne? Wollte ich nur nochmal erwähnt haben. So, den schmeißen wir so. Zack, zack. Da gibt's ein One-Up für. Da unten wären auch nochmal ein paar Münzen gewesen, brauche ich aber nicht wirklich. Bleiben wir einfach weiterhin konzentriert. Eine Starcoin haben wir schon von zwei. Oh, die Stelle erinnert mich an Super Mario Bros. 3 wieder. Ach, Super Mario Bros. 3 müsste ich eigentlich auch let's playen, aber ich habe halt einfach keine Zeit dafür. Naja, hier sind 8 rote Münzen, die können mir eigentlich vollkommen egal sein. Ich habe 2 Feuerblumen, das brauche ich nicht. Da ist aber eine Starcoin, dafür muss man schnell sein. Und dann hier mit einem Wandsprung am besten sich retten, genau. Okay, wir haben keine Starcoin verpasst, 2 haben wir schon, eine fehlt, die kriegen wir auch noch irgendwo, die wird auch noch hier irgendwo sein. Die Halbzeit haben wir auch erreicht, falls was passiert. Überall diese Donut-Blöcke, das heißt, man sollte nicht die ganze Zeit irgendwo draufstehen. Da ist die letzte Starcoin, die können wir mal so schnell mitnehmen. Dann hätten wir das doch schon mal alles, das ist doch super. Hier kann man noch ein paar Coins mitnehmen, wenn man das kann. Dann kann ich hier noch ein bisschen stehen bleiben, der Koopa war ein bisschen überraschend. Nicht schlimm. Brauche ich ihn für irgendwas? Eigentlich nicht. Ja, dann schmeiß ihn weg. Hier scheint noch was zu sein. Oder auch nicht. Doch, eine Feuerblume. Thank you. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob man da in die gelbe Röhre reingehen kann, aber ist ja auch eigentlich egal. Wie gesagt, ein Secret Exit sollte es hier wirklich nicht geben. Das heißt, fokussieren wir uns einfach, das Ende des Levels zu erreichen. Töten wir diese ganzen Koopas, die da im Weg sind. Der Paro-Koopa hatte jetzt ein bisschen Glück. Na, vielleicht erwischt ihn meine Feuerblume noch. Jupp, Headshot. Cool. So, machen wir weiter. Immer schön das Rad bewegen, weil wenn wir zu langsam sind, dann sterben wir. Und da vorne müsste das Ziel sein. Wir haben alle 3 Starcoins. Passt. Kann man eigentlich so rüberspringen. Brauchen wir nicht. Okay. Schön. So, wie gesagt, ein Secret Exit sollte es hier nicht geben. Aber gucken wir nochmal kurz auf die Overworld. Nope. Das sollte alles passen. Kann natürlich sein, dass es hier noch eine Verbindung gibt. Aber die wäre so unnötig, diese Verbindung hier nach unten. Zwischen Welt 7a und Welt 7-7. Also wir werden es ja am Ende sehen, am Titelbildschirm dann, ne? Ob das jetzt 100% ist oder nicht. Ich müsste echt mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier noch eine Verbindung ist. Das sieht so komisch aus, ne? Ach Leute, ich interpretiere da wieder viel zu viel hinein. Die Pause hat mir anscheinend gut getan, Leute. Ihr habt gesehen, fehlerfrei dieses Scrolling-Level geschafft. Das war gut.
Und im nächsten Part geht es hoffentlich endlich mal besser weiter. Weil ich brauche auch mal wieder ein paar New Super Mario Bros. Folgen, die mir actually Spaß machen. Das wäre nämlich ganz nett. Im nächsten Part beenden wir endgültig diese siebte Welt und können dann in der achten und finalen Welt von New Super Mario Bros. Weitermachen. Und wer das sehen möchte, der bleibt einfach dabei, bleibt clean, until next time, habt eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie und mit euren Freunden und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Bye bye!